Mein Name ist Branch und ich bin ein Troll. Warum ich in einem gut ausgestatteten Hochsicherheitsbunker lebe? Weil draußen vor meiner Tür ein Albtraum tobt. Namens Poppy. Und 5, 6, 7, 8! Komm zur Party! Poppy ist die Anführerin der Trolls. Und sie kann nichts dafür, dass sie so wahnsinnig happy ist. Sie hatte noch nie ein echtes Problem. Bis jetzt. Cupcake? Branch, wir wurden angegriffen von einem Bergen. Ein Bergen? Er hat alle entführt. Dad! Wie ist dein Plan? Freunde retten und ab nach Hause. Wir haben's geschafft! Also bastelst du in ein Scrapbook von der Freiheit. Fiese Spitze, Branch. I got this feeling inside my bones. It goes electric. Ich komme! Ghetto-Faust. Gangschaltung. Oh, verdammt. DreamWorks Trolls. Das war der neue Trailer zu Trolls, den uns 20th Century Fox voraussichtlich ab dem 20. Oktober 2016 in die deutschen Kinos bringt. Und es ist schon ein ganz schön bunter und aufgedrehter Trailer, fast schon psychedelisch und für meinen Geschmack ein Ticken zu viel. Aber wie dem auch sei, die Troll-Dolls, die kennt ihr vielleicht, ich hatte ehrlicherweise in den 90er Jahren selber welche, bekommen jetzt hier ihren eigenen Film. Vor einigen Wochen gab es schon einen Trailer, der hat nur kurz die Trolls vorgestellt, hier jetzt ein bisschen mehr Storytelling. Und wir sehen also, es geht um Prinzessin Poppy, sie ist eben die Prinzessin aus dem Reich der Trolls und es geht um den anderen Troll namens Branch, der sich versucht abzuschotten, als aber eines Tages ein Bergen, eine Art böses Monster auftaucht und Familie und Freunde verschleppt, muss sich Poppy auf den Weg machen, diese zurückzuholen und wiederzufinden und da wird ihr Branch helfen und dann entsteht ein großes, buntes Abenteuer und man wird das Gefühl einfach nicht los, dass dieser Animationsfilm eher für die ganz Kleinen gemacht ist, wenn man sich den Trailer anguckt, als wirklich für die ganze Familie, ist auch okay, aber unglaublich dann, dass er angeblich 120 Millionen US-Dollar gekostet hat, das ist dann schon fast gewagt und ich bin auch echt skeptisch, ob es hier unbedingt einen Film braucht für diese Troll-Dolls. Muss aber auch sagen, ich finde zum Beispiel die Stelle mit der Gangschaltung ganz witzig in dem Trailer, aber ansonsten so lala, vor allem, weil eben das Animationsfilm-Genre so viele starke Filme parat hält, besonders 2016, wenn wir allein an Filme denken wie Pets, Kung Fu Panda 3, wir haben Findet Dory, der rauskommt, Sing kommt raus, wir hatten Zoomania. Ob da Trolls am Ende wirklich gegen bestehen kann, ich sehe das eher ein bisschen kritisch, aber für die ganz, ganz Kleinen vielleicht dann doch der richtige Griff Ende Oktober. Mal sehen, was der Film dann kann. Was sagt ihr denn zum neuen Trailer von Trolls? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3 Uhr.